Moin Leute, es geht wieder weiter. Ja, mein PC hat Blähungen. Geil. Noch ein Versuch. Oh Mann, ich weiß nicht, was mein PC hat. Ich glaube, ich kann bald echt aus dem Fenster werfen. Es ruckelt wie ungescheit. Ja, ich glaube, jetzt geht's. Ja. Nach mehrmaligem Versuch geht es jetzt irgendwie gut, okay? Ich habe schon über 100 Lebenspunkte. Das ist cool. Ja, ich glaube, mit Santino da hinten habe ich schon gesprochen. Ich glaube, ich wollte jetzt nach unten. Hier seine Dietriche habe ich, habe das da vorne gemacht. Dann würde ich sagen einfach, juhu, ein beherzter Sprung. Ach nö, nö, halt, 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 halt. Wo bin ich jetzt? Oh ja, Moment. Gab's da oben noch irgendwas? Ne, ich glaube, hier bin ich schon ganz richtig. Bei Snipes. Höllenpilz? Na gut, komm, sprich mal was. Wie sieht's aus? Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Was machst du? Ich pass. Aarons Truhe. Ich glaube. Moment, dann laufe ich kurz mal hoch und frage jetzt nochmal Aleph, weil ich meine, er hätte was. So. Juhu, PC. Jetzt geht's wieder. Nein, es geht wieder nicht. Och, mein PC ist so scheiße. So, ich glaube, jetzt krieg ich das hin. Nein. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Nein, ich hätte nach unten gemusst. Und ich hatte das gespielt. Jetzt hier das gespielt, weil ich mir dachte, ah, ich bin ja noch im Spiel drin. Aber, ne, wohl doch nicht so ganz, wie ich dachte. Gut, hast du's? Der muss nämlich jetzt erstmal weg. Ian schickt mich. Was will er? Keine Ahnung. Dann werde ich... Lass mich mal vorbei. So, gut. Haben wir das geklärt? Jetzt. Du schuldest mir... Hier, die 10... Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den... Wir sehen uns. Na. Okay. Ja, ja, ja. Ganz gut. Wo war denn das jetzt mit, irgendwas gab's auch noch bei Aleph. Dann muss ich jetzt doch wohl direkt zu Aaron laufen. Der ist da unten noch rum. Ich kann hier abfangen, bevor er ganz unten ist. Wie schlecht. Oder gab es hier hinten was bei Ulbert? Huch. Ja, erstmal ein bisschen Höllenpilze mitnehmen und Rabenkraut. Das wird schon noch recht hilfreich sein, denke ich mal. Ulbert. Gib mir dein Schinken, gib mir dein Brot. Was ist da? Und wie? Hier, trink. Danke. Ja, dann trink du mal. Ach ja, ich glaube, den Schlüssel für die Truhen, den hat Aleph. Gibt's denn ein paar Truhen, in denen wir... Verschwunden? Ich wette, Aleph hat... Aha. Gut. Und jetzt laufe ich nochmal nach oben, obwohl mein PC dabei wahrscheinlich gleich stirbt. So, noch ein Versuch. PC, halt durch. Halt. Nein, da ist Aleph. Halt. Halt. Weißt du was über die... Nun, darauf ich... Du lernst. So, ich möchte ihm möglichst viel Erz zahlen, denn... 50 Erz sind mit... Über... Dann viel Glück noch. Du weißt ja... Ja, ich weiß, wo ich bin. Ich kriege nämlich zwei Gegenstände. Und ich kriege zum einen... mal sehen. Ja, weg damit. Ach so, ich bin ja auch doof. Also hier ist das, was ich suche. Und ich kriege dafür noch einen Ring. Nämlich einen Stärke-Bonusring. Ja, und den werde ich später sehr dringend benötigen. So viel weiß ich jetzt schon. Denn es gibt im ersten Kapitel nicht allzu viele davon. Ich glaube, um genau zu sein... zwei. Ja, ich glaube nur zwei. Es gibt noch einen Geschicklichkeitsring, der hier irgendwo in der alten Mine rumliegt. Das heißt, ich hätte mir den einen nicht unbedingt kaufen müssen. Aber Stärke gibt es sonst, glaube ich... Im zweiten Kapitel gibt es noch was. Aber das bringt mir so direkt ja nichts. Ja. Das heißt, den Stärkeren hier werde ich also ziemlich sicher
dringend benötigen. Okay, dann jetzt noch einmal runter zu Ulbert. Genau, von wegen Fleisch. Juhu! Na, komm, das kriegen wir hin. Hallo. Hör zu, Ian und die anderen. Was? Lass mich vor. Ja, geh mal. Mach mal. Da unten gibt's viel Fleisch. Ja, du kannst mir vertrauen. Ganz bestimmt. So. Hallo, Ulbert, wink mir doch mal. Ulbert. Nein, das funktioniert nicht. Er winkt mir nicht. Na gut, okay. Er will mir nicht winken. Auf, was haben wir hier? Okay, ja, Feuerball und Erzbrocken, das ist natürlich nicht schlecht. Ich könnte mir aber auch... Ja, gut, das hier ist nicht weiter dramatisch, also nichts Großartiges. Ich könnte mir natürlich auch einfach die schwere Butlerrüstung schon holen. Ja, das könnte ich tun, das muss ich mir mal überlegen. Okay, jetzt haben wir hier gleich zwei Typen, die gleich richtig sauer werden. Nämlich ihn hier, Aaron. Hey, du! Hey. Aber ich... Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Du solltest... So. Haben wir Geld gemacht. Hey, du. Oh. Ja, super, ne? Einfach so. Grimes. Ein Neu... Nö. Nö. Dir. Dir auch, Jungchen. Dir auch. Alberto. Alberto? Tauschen. Bei dir... Jupp. Alles, was du willst. So, was brauchen wir denn? Erz. Erz. Boah, er kann eigentlich nicht schaden. Ich habe hier noch jede Menge Kram, der weg muss. Brauche ich das noch für irgendwas? Ne, ich glaube nicht. So. Der Mist raus und der andere Kram dafür rein. Ian. Erzähl mir davon. Erzähl mir mehr vom Erz. Es interessiert mich so sehr. Ich schau mal. Mach keinen Ärger. Genau. Ach ja doch, es gibt noch eine Sache, die ich hier holen muss. Nicht zwangsweise muss, aber doch möchte. Das gehört noch gut in meinen Plan rein. Die Templer sind hier, glaube ich, uns nicht weiter wichtig. Höllenpilz. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich meine, in einer früheren Gothic-Demo hätte das Ding mal Höhlenpilz geheißen. Ha. Halt mal. Habe ich nicht schon Telekinese? In seiner Haut will ich trotzdem... Telekinese! Was natürlich sehr praktisch ist, weil, jetzt könnte ich eigentlich gleich mal was ausprobieren. Das könnte witzig werden, dann kann ich mir ein bisschen Laufarbeit sparen. Na gut, eigentlich brauche ich es nicht unbedingt, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Weil das hatte ich ja im letzten Durchspielen rausgefunden. Das fand ich sehr witzig mit dem Telekinese per Hand. Das möchte ich jetzt nochmal probieren. So. Rabenkraut. Huch, was hat er denn? Nein. Zahnrad. Ups. So, ohne Aufwand, ohne Arbeit ein Zahnrad gefunden. Sehr gut. Ja, ich möchte nach ganz weit unten. Oh, er hier hat viel Erz. Habe ich denn noch Kram? Oh ja, ich habe noch Kram. Und Erz ist immer gut. Viper, hallo Schlange. Ich habe... Wo bist du? Kannst du... Wenn du... Ja, dann lassen wir noch mal sehen, was wir hier alles so haben. Den bräuchten wir eigentlich nicht mehr. Ja, Fackeln, nö. Naja, ja, behalte ich jetzt mal. Den möchte ich auch noch behalten. Ja, eigentlich hier so ein Kram. Ach, ich behalte es einfach mal. Was ich aber nicht brauche, ist das hier. Ja, na gut. Dann eben so. Heilung? Licht? Irgendwas, was ich... Ach, nee. Naja, komm. Ach nee, Bolzen habe ich... Oh, ich bin meine Bolzen ja schon alle losgeworden. Ja, dann tue ich halt ein bisschen Erz zurück. Trotzdem, das ist schon nicht schlecht. Steinmühle. Müsste es nicht eine Erzmühle sein? Oh, ich erinnere mich dran, beim letzten Mal, als ich hier gespielt habe, als hier die übelste Invasion der Minecrawler war. Das war schon witzig. So, eigentlich Höllenpilze brauche ich die...
Garp? Wer ist Garp? Was macht der Ork hier? Die Gardisten haben ihn gefangen. Seitdem wird er hier zur Arbeit gezwungen. Er ist ja noch nicht mal angekettet. Warum haut er nicht einfach ab? Er hat es einmal versucht. Die Gardisten haben ihm so stark zugesetzt, dass er ein paar Wochen nicht laufen konnte. Seitdem hat er nie wieder versucht zu fliehen. Okay, an den Typ konnte ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Wo liegt denn... Ja, also ich möchte nämlich den Knochenbogen haben. Ich habe jetzt natürlich das Problem, dass ich... Also ich werde wahrscheinlich den Typen nicht mal was... ihnen nicht mal einen Kratzer antun. Ich könnte natürlich versuchen. Ha! Halt. Pfeil. Schon mal nicht schlecht. Noch mehr. Was ist denn jetzt los? Heute Abend gibt es Fleisch. Jo, die sind total hinter mir. Genau. What? Es geht schon wieder los. Nein! Das war natürlich gerade schon wieder stark. Plötzlich kommen die aus der Decke. Sie kommen von überall. Da frage ich mich echt, was hier los ist. Kann ich die mit irgendwas platt machen? Feuerball. Soll ich's mal machen? Oh. Warum nicht? Eigentlich bräuchte ich den für nichts anderes. Okay, ich versuch's mal. Bleib bloß stehen, du Mistvieh. Ja, komm! Juhu! Kommen da noch mehr? Ich hoffe, ich brauche diese Feuerdinger nicht noch woanders, aber eigentlich müsste es auch ohne gehen. So, ich müsste jetzt eigentlich schon fast bis dahin kommen. Genau. Okay. Okay. Keine Ahnung, was da jetzt gerade los war. Ich weiß nicht, warum die plötzlich aggro wurden. Wir... So, schon mal los. Ich gehe wohl. Ha, vielleicht geht... Oh! Ein Gardist ist down. Aber ein Namenloser, da ist das nicht so schlimm. Wie witzig. Und jetzt haut er ab, oder was? Lass mich vorbei. Ist das stark? Oder ist das stark? Hallo? Gardist? Naja gut, er hat eh nichts Wichtiges dabei. Aber das ist natürlich stark. Das heißt, ich kann mir die Erfahrungspunkte später auch noch holen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Die sind schon wieder irgendwo hergekommen. Die teleportieren sich immer. Sowas Beklopptes. Ach, ich tue dem glaube ich gar nicht. Nee. Naja, dann kämpfst du mal. Der Gardist geht wahrscheinlich auch gleich... Oh nee, jetzt ist Ende Gelände. Was wollte ich machen? Ich bin hier total durch den Wind. Achso, ich habe schon richtig angelegt. Das heißt, ich habe jetzt Geschick genau 18 Punkte, nämlich durch den Geschicklichkeitstrank und durch den Ring, den ich habe. Und deshalb kann ich genau diesen Bogen gerade so benutzen. Der macht 36 Schaden statt 20, was fast das Doppelte ist. Das ist schon ordentlich. Genau. Kann ich das Schwert... Nee, das kann ich... Oh, 4 Stärkepunkte. Das könnte ich sogar fast anlegen. 61 Schaden. Das ist noch nicht mal so schlecht. Also, um ehrlich zu sein, wenn ich gerade drüber nachdenke, vielleicht sollte ich einfach das statt dem Orkhammer benutzen, weil der erst einfach mal eben 61 Schaden macht. Das wären immer noch, weiß ich was, 11 Punkte besser als der Orkhammer. Aber, denk. Der Orkhammer kann allerdings die Golems platt machen, was ich auch tun muss. Was? Also, was ist hier los? Was ist mit euch los? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was? Was ist denn bei euch los? Die Leute spinnen total. Wer bist du? Wo klettert er denn hin?
Oh, ey. Also das Spiel ist total nicht ein Wind. Der stirbt noch, glaube ich. Oder? Komm, sprich mal. Ach, wenn er meint. Sowas Beklopptes. Naja, gut. Und teleportierende Minecrawler die ganze Zeit. Was ist denn hier eigentlich los? Na gut, also... Ich weiß es nicht. Also eigentlich wäre der Zweihänder an sich auch nicht so schlecht. Und für die Golems bräuchte ich natürlich den Hammer. Ich habe allerdings überlegt... Ich mache das jetzt mal anders. Ja, was los? Willst du mich angreifen? Ich wollte nur mein Schwert präsentieren. Klug? Kluges Kerlchen. Ja, damit erhöht sich ja mein Schaden schon von 20 auf 60. Plus die 31, damit mache ich ja schon 92 Schaden. Das ist für einen Anfänger gar nicht schlecht auf Level 3, würde ich mal behaupten. Ja, speichere ich doch mal. Und teste ich einfach mal, wie das ist mit der Waffe. Ich meine, Einhänder sind zwar schneller als Zweihänder, aber da ich ja sowieso keine Skillpunkte investieren werde in die Kampfskills, ist mir das eigentlich ziemlich Banane. Wo sind die ganzen Minecrawler hin? Wo sind all die ganzen Minecrawler hin? Minecrawler hin? Ja, dann kann ich auch einfach hier schon mal den Kram einsammeln. Was soll das denn? Hier oben liegt ja noch ein Ring. Aha! Dann lass mal sehen, du Schwert. Ah, komm her. Schutz vor Waffen 25. Drei Treffer halte ich aus. Wo ist er? Ring. Genau, bei diesem Schädeldings. Ich glaube, der ist aber nur Schutz vor Feuer 3. Oder so. Das ist Schutz vor Feuer 3. Das ist total schlecht. Das braucht kein Mensch. Ich weiß nicht, warum die das ins Spiel eingebaut haben, aber es ist wirklich so extrem nutzlos. Das, ich sag mal so, das Schlechteste, was es gibt, was immer noch ein bisschen was bringt, das ist Schutz vor Geschossen. Aber selbst das ist eigentlich ziemlich nutzlos. Das Einzige, was wirklich was bringt, ist Schutz vor Waffen. Ist einfach so. Und Schutz vor Magie. Ja, wie viel Magie kommt in dem Spiel schon vor? Und Schutz vor Feuer? Bis auf die Feuerwarane am Ende. Kann man eigentlich komplett vergessen. Hab ich denn jetzt alles? Ja, ich habe den Stärkering. Ich habe den Knochenbogen. Ich habe eigentlich alles. Das heißt, ich laufe jetzt nur noch aus der Mine raus. Werde mich dann nochmal kurz heilen. Und dann müsste es das eigentlich gewesen sein. Dann werde ich mich direkt danach... Halt. Ich könnte es mir auch mal einen Scherz machen. Nein. Ach, da hätte ich vielleicht mit Torres oben sprechen müssen. Der Torres hat ein paar Sachen verkauft. Dann hätte ich mich zum Beispiel mal in eine Blutfliege verwandeln können und hätte einfach hinten an den ganzen Orks vorbeihuschen können. Ohne großen Aufwand. Mal gerade überlegen. Ne, das müsste eigentlich alles zusammenpassen. Ja gut, dann bin ich hier eigentlich komplett fertig. Ja. Dann heile ich mich kurz und wir sehen uns draußen wieder. Okay, ja, Framerate läuft noch. Ich weiß nicht, was der PC da hat, dass er manchmal einfach nur, ich drücke auf Aufnehmen und plötzlich läuft er noch mit 20 FPS. Und dann drücke ich das ein paar Mal und plötzlich läuft er wieder mit 60, also... Aber wie gesagt, er ist halt auch schon betagt. Aber das hier ist eigentlich, ganz ehrlich, da war meine Recherche offensichtlich nicht ganz so, naja, wie sagt man, so genau. Weil das Schwert hier hat ja offensichtlich mehr Schaden als der Orkhammer. Und dann ist das eigentlich das hier die beste Waffe, die man einfach so im Spiel kriegen kann. Was ist mit ihm los? Wow, der PC ist echt überfordert, das ist echt stark. Scavenger! So nennen wir die großen Vögel. Ja, dann habe ich eine Karte? Ne, ich habe noch keine. Ich müsste eigentlich jetzt nur geradeaus... Ich könnte auch... Moment. Soll ich vielleicht mal in den... ich könnte... Ja, mit der Waffe müsste das sogar gehen. Da kann ich ja die... Da kann ich ja die meisten Gegner so schön one-hitten. Oh, ist das traumhaft auch, wie schnell das Spiel läuft. Wirklich toll.